Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuerlichen Ausgabe des digitalen Vereinscoachings des Niederösterreichischen Fußballverbandes. Ja, dieses Tool, diese Sendung gibt es jetzt beinahe schon 1,5 Jahre und wir berichten über aktuelle Themen des Niederösterreichischen Fußballverbandes. Jedes Monat mit 1 bis 2 Sendungen zu den, wie gesagt, verschiedensten Themen. Und heute haben wir uns das Thema der Niederösterreichische Fußballverband und seine Serviceleistungen ausgesucht. Ja, was ist eigentlich der Niederösterreichische Fußballverband? Der ist mehr als wie ein, ja, Verband, der Meisterschaftsspiele im Amateurfußball austrägt, sondern er hat viel, viel mehr Aufgaben. Und da werden wir heute mit, ja, erlesenen Gästen aus der Geschäftsstelle die Sendung beschreiten. Und da freut es mich, zum einen den Geschäftsführer des Niederösterreichischen Fußballverbandes, Heimo Zechmeister, herzlich begrüßen. Danke für deine Zeit. Einen guten Abend. Ja, die Assistenz der Geschäftsführung und Mitarbeiterin der Geschäftsstelle natürlich, Gabi Hochmeier, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Schönen guten Abend. Und für Kommunikation, Social Media und Homepage zuständig beim Niederösterreichischen Fußballverband. Er ist neu im Verband beigetreten. Daniel Stadler, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst. Einen guten Abend, Dankeschön. Ja, was macht eigentlich der Niederösterreichische Fußballverband so den ganzen Tag, die ganzen Tage, außer dass er den Meisterschaftsbetrieb organisiert? Und wir haben die heutige Sendung in 3 Teile aufgebaut. Und zwar wird uns Geschäftsführer Heimo Zechmeister heute über die Struktur des Niederösterreichischen Fußballverbandes informieren. Wie ist er aufgebaut? Was steckt hinter diesem Landesverband? Wer arbeitet dort und welche Sparten gehören da eigentlich dazu? Dann wird uns Gabi Hochmeier im zweiten Teil berichten über die Serviceleistungen, die der Niederösterreichische Fußballverband seinen, ja, 500 Mitgliedern, Vereinen ja, bietet. Und im letzten Teil wird Daniel Stadler euch die Homepage neu vorstellen und auch erklären, auf welchen Kanälen wir in Zukunft oder der Niederösterreichische Fußballverband in Zukunft kommuniziert. Ja, natürlich wie immer könnt ihr auch live eure Fragen an unsere Gäste stellen. Wir werden das, oder ich habe den Chat im Blick und werde dann die Fragen direkt weitergeben. Bis jetzt sind noch keine Fragen eingelangt, also gehen wir zuerst zu unserem ersten Teil. Heimo Zechmeister, der Geschäftsführer des Niederösterreichischen Fußballverbandes. Wie ist eigentlich der Niederösterreichische Fußballverband strukturiert? Wie ist er aufgebaut? Was steckt eigentlich hinter dem NÖF? Ja, schönen guten Abend noch einmal. Also der NÖF ist ein Verein, so wie jeder Verein, der uns wahrscheinlich heute zuschaut oder nicht zuschaut oder organisiert ist. Wir sind ein Verein. Das heißt, wir bestehen aus Präsidium, wir bestehen aus Vorstand und aus Funktionären. Und in diesem Fall, weil wir ein großer Verein sind, aus Mitarbeitern, die in der Geschäftsstelle organisiert sind. Das heißt, wir sind ein gemeinnütziger Verein und alle Gremien, die wir haben, arbeiten ehrenamtlich. Und werden in der Hauptversammlung, die alle 4 Jahre stattfindet, gewählt. Das heißt, alle 4 Jahre haben die Vereine und nur die Vereine, plus ein paar Funktionäre, die aus Vorstand sich zusammensetzen, die Möglichkeit, dieses Gremium neu zu bestellen. Das ist einmal die Grundstruktur des Niederösterreichischen Fußballverbandes. Wie sich dann die Geschäftsstelle gliedert, ist natürlich wieder eine andere Geschichte, weil wir verhältnismäßig groß sind. Wir sind insgesamt knapp ein Viertel oder zumindest ein Fünftel von ganz Österreich. Das heißt, wir haben diese Geschäftsstelle mit dementsprechend vielen Mitarbeitern besetzt und auch abzudecken. Wenn man sich da auf der Homepage sieht, man den Bereich Geschäftsstelle, das ist einmal vom
Spielbetrieb, über Trainingswesen, über Schiedsrichterbesetzung bzw. Schiedsrichterverwaltung bis zu Unterausschüssen, die alle möglichen Entscheidungen treffen werden und müssen, und vor allen Dingen eine riesengroße Buchhaltung, die für drei Bereiche zuständig ist, aber über das können wir vielleicht noch kurz sprechen. Wir sind insgesamt mit 16 Mitarbeitern im Niederösterreichischen Fußballverband vertreten. Nicht alle nicht alle mit 40 Stunden, aber mit 20 bis 30 Stunden, aber mit einem Großteil von hauptamtlichen Mitarbeitern. Das heißt also im Endeffekt, Servicestelle, Geschäftsstelle, Servicestelle bedeutet nicht, dass wir jeden Einzelnen servicieren können und wollen, weil es nicht geht. Wenn er bei uns einer anruft, wird er wahrscheinlich die Auskunft bekommen, die im rechtlichen Rahmen steht. Aber es wird nicht jeder die Auskunft bekommen, die er will. Weil bei uns beginnt im Endeffekt der Service, die Servicierung der Vereine, indem wir sie mal aufnehmen in den Verband. Der Verband nimmt die Vereine auf. Unter den und den Voraussetzungen gibt es Aufnahmeverfahren, und wenn das alles erfüllt ist, kann er bei uns mal Mitglied werden, wenn er ein ordnungsgemäß gemeldeter Verein ist. Der nächste Punkt ist dann, wir schauen, dass der Verein auch zu Spielern kommt. Wir müssen ja die ganzen Spieler irgendwo registrieren. Anmelden, ummelden, wie auch immer. Das heißt, die Registrierung der Spieler ist ein wesentlicher Punkt bei uns. Wir haben 14.000 Meldebewegungen circa im Jahr, wo wir sagen, die müssen irgendwann einmal registriert sein, damit der Verein damit arbeiten kann. Der nächste Punkt ist, wir organisieren den Spielbetrieb, sprich vom Ansetzen der Spiele über die Meisterschaftsauslosungen, Einteilung in die Klassen bis zum Schiedsrichter besetzen, obliegt alles dem Verband, wobei der Schiedsrichterausschuss natürlich in ihrer Form als Unterausschuss sehr selbstständig agiert. Wir haben nicht nur dann die Pflicht oder die Aufgabe, die Spiele durchzuführen, sondern auch dementsprechende Sanktionen zu verhängen, wenn irgendwas nicht passt. Davon 500 Vereine oder 480 Vereine, die wir derzeit haben, verlassen sich darauf, dass der Spielbetrieb genauso funktioniert, wie er in den Bestimmungen vorgesehen ist. Dann gibt es diese undankbaren Arbeiten im Strafausschuss, wo man ausgeschlossene Spieler, was auch immer, behandeln muss. Es gibt Streitfälle vom Kontrollausschuss. Es gibt die Unterausschüsse, die für diese Bereiche zuständig sind. Und das sind wieder ehrenamtliche Funktionäre, die sich da zur Verfügung stellen und teilweise sehr unbedankt sind, weil im Strafausschuss wird keiner heimgehen und sagen, super, ich habe nur drei Spiele gekriegt. Das ist leider Gottes die Geschichte, wo ich sage, auch das gehört aber zum Service, weil die anderen Vereine verlassen sich darauf, dass das so funktioniert. Und im Endeffekt ist genau das unsere Aufgabe. Anfragen beantworten, wobei wir auch Anfragen von Eltern, von irgendjemandem beantworten, egal wer uns anfragt. Normal wären die Mitglieder unserer Vereine und sonst niemand. Mhm. Aber das werden wir nicht durchziehen können, das wollen wir auch nicht durchziehen. Aber wir sind natürlich da schon in einem Bereich mit teilweise bis zu 150 bis 200 Anrufen pro Tag in der Übertrittszeit oder vor der Übertrittszeit beschäftigt, und das ist nicht immer lustig. Und dann sind immer welche Anfragen, wo du sagst, bis du irgendwann einmal draufkommst, was der will, kostenlose Freigabe meines Kindes und so weiter, dann merkst du, das Kind ist 9 Jahre alt. Also da sind wir ja in manche Bereiche, wo du sagst, das ist oft schwierig. Und deshalb, Servicestelle bedeutet nicht bei uns, dass wir jeden servicieren, sondern Servicestelle bedeutet, dass wir dem Verband und den Vereinen die Sicherheit geben, dass wir als Servicestelle dazu da sind, die Regeln einzuhalten. Und die heutige Sendung wollen wir natürlich auch heute nutzen, um auch einmal alle Personen hier aufzuklären, dass auch nicht vielleicht drei Personen gleichzeitig mit demselben Problem beim Verband anrufen, sondern dass das eben koordiniert ist, beziehungsweise welche Kommunikationswege, dass es dann auch gibt, und die werden wir dann auch mit der Gabi noch besprechen. Aber lieber Heimo, ich meine, 480 Mitgliedervereine, wie du jetzt gesagt hast, ist natürlich im Amateurbereich bis zur ersten Landesliga oder bis sogar die niederösterreichischen Vereine in der Regionalliga sind da sicherlich noch mit drinnen. Aber was ist eigentlich mit LAZ-Akademien, die Niederösterreich-Akademie oder auch die Sportschule Linderbrunn? Sind die ebenfalls beim Fußballverband eingegliedert?
Also die Sportschule in der Brunn ist eine GmbH, wo der Niederösterreichische Fußballverband 100% Eigentümer ist, das heißt, die gehören uns, ist aber ausgegliedert als GmbH mit 24 Mitarbeitern, auch rennt auch unter der Ägide NÖ Fußballverband. Die LAZ haben wir als einziger in ganz Österreich in hauptberufliche LAZ-Regionsleiter gegliedert, wo wir mit der Unterstützung des Landes, das ist ein Nullsummenspiel und das ist absolut einmalig in Österreich. Wir haben gestern zum Beispiel hier in der Brunn eine Besprechung gehabt mit einem Schweizer UEFA-Delegierten, da war ich auch dabei und der, also absolut, das ist nicht nur in Österreich, sondern auch wahrscheinlich europamäßig gibt es nicht recht viele, die das sich so vorstellen und so machen. Und dafür ist aber unsere Buchhaltung sehr wohl zuständig. Und das ist ja ein Bereich, wo ich sage, und die Akademie Niederösterreich, St. Pölten Niederösterreich, ist auch eine 100% Tochter des Niederösterreichischen Fußballverbandes, weil damals der Bundesliga-Verein das nicht mehr finanzieren hat können. Und jetzt hat es der Verband übernommen. Und nach 12, 13 Jahren, die wir jetzt die Akademie bereits haben, sind wir schon der Meinung, da haben wir ein bisschen was geschaffen. Es wird immer schwieriger. Das ist eine massive Kostengeschichte. Akademie, Sportschule jetzt wieder weniger. Aber das sind so die Geschichten, wo sich der Verband, wenn er das nicht machen würde, leichter tat. Aber die Frage ist, ob wir unseren Verband leichter machen sollen. Sondern wir sind eher der Meinung, dass wir das, was wir machen, gut machen sollen. Und da sind wir jetzt am guten Weg. Aber es ist natürlich auch ein Grund, warum in zum Beispiel der Fußballverband 4 Buchhalterinnen hat, weil 4 Buchhaltungen, Lohnverrechnungen für 3, das ist alles eine Geschichte, wo wir sagen, das wollen wir, das will der Vorstand, das wollen unsere Vereine, hat sich im Endeffekt keiner mehr aufgeregt, das wollen wir wollen auch für unsere Vereine die Akademiespieler herausbringen, für Bundesliga, Ausland natürlich, wenn möglich, immer. Aber es profitieren sehr wohl die Zweitliga-Vereine und die Regionalliga-Vereine von unseren Akademiespielern und von der Sportschule Linderbrunn, brauchen wir nicht reden. Jeder Verein, der bei uns in Linderbrunn einen Aufenthalt hat, bekommt einen massiven Kostenersatz, beziehungsweise zahlt auf NFV einen gewaltigen Anteil. Und das nutzen unsere Vereine und die letzten Jahre gibt es fast keine Beschwerden, im Gegenteil, alle sind begeistert. Da kommt noch dazu das Schulprojekt und da sind wir auch wieder auf dem Weg, den was es in ganz Österreich selten gibt. Alle Schüler U12, Schülerliga, haben die Möglichkeit, wenn sie sich dementsprechend anmelden, zum Selbstkostenpreis von Getränken, also um 10 Euro pro Schüler zurzeit, gratis ein Trainingslager hier zu machen, 16 Kinder plus 2 Lehrer. Mit der Bildungsdirektion, auch mit dem neuen Bildungsdirektor waren wir bereits im Gespräch. Absolut einmalig in Österreich und ich glaube, jetzt bin ich gerade in Linderbrunn, haben wir wieder die Auswahl da, 2 Sichtungslehrgänge, die andere Auswahl ist in Salzburg zurzeit gespielt, beim Spiel und hat unentschieden und gewonnen. Und die Leute und der Salzburger Fußballverband ist jetzt zurzeit auf einem Trainerkurs da. Das sind so die Geschichten, wo ich sage, das rundet den Fußballverband als Geschäftsstelle ab. Ist nicht unsere Kernkompetenz, aber so wie wir es jetzt machen, unsere Kompetenz. Kann ich nur bestätigen, als Trainer war ich mit meinen Mannschaften ebenfalls immer in Linderbrunn und es waren immer hervorragende Tage mit optimalen Trainingsbedingungen und der Wolfgang Coach bringt es ja wirklich. Christopher heißt der Wolfgang. Entschuldigung, Christopher Coach, der natürlich da die Plätze absolut in Ordnung hält mit seinen Mitarbeitern. Apropos Christopher Gotsch, der ist ja auch Schiedsrichter. Und die Schiedsrichter, gehören die auch zum Niederösterreichischen Fußballverband dazu? Ist das ebenfalls eine Sparte? Ja. Der Schiedsrichterausschuss ist zwar eigenständig in dem Sinn, dass er sich seine Mitglieder selbst wählt, aber unterstellt ist er dem Fußballverband. Und die Schiedsrichter werden von uns besetzt, beziehungsweise über eigenen Ausschuss eben. Aber generell sind sie Mitglied des Niederösterreichischen Fußballverbandes. Also das heißt, das findet man dann ebenfalls bei euch auf der Homepage wahrscheinlich, kommt man dann zu den Schiedsrichtern. Und gerade weil die Schiedsrichter natürlich das Thema sind, dass man immer wieder Nachwuchs im Schiedsrichtertum brauchen. Also bitte geht's auf die Seiten, schaut euch das an, wer interessiert ist. Schiedsrichter werden gesucht, denn ohne Schiedsrichter funktioniert das Fußballspiel einfach nicht. Ja, funktioniert schwer, schon schwer. Zu Hause auf der Wiese. Nicht schwer. Aber nicht im Spielbetrieb. Und ganz, ganz wichtig,
Schiedsrichter. Gut, und ja, wie die Geschäftsstelle strukturiert ist, haben wir ja eh schon ganz kurz gesehen, hast du schon erwähnt. Aber die Hauptkompetenz oder die Kernkompetenz der Geschäftsstelle würdest du als was bezeichnen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten? Erstens mal den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, in den Unterausschüssen die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Das ist ein wesentlicher Punkt, das muss alle unterschätzen. Weil wenn ich heute im Strafausschuss auch Verurteilte habe und beim nächsten Mal spielt einer, der vielleicht gesperrt hätte werden sollen oder müssen, und wir haben vorigen Samstag ein Thema gehabt, wo ein gelb-rot ausgeschlossener Trainer dann bei einem anderen Verein gespielt hat, da kannst du am Samstagnachmittag Mitarbeiter und Opfer vom Strafausschuss anrufen, die werden sich alle rehren. Und da haben wir genau die Entscheidung getroffen, die dann auch richtig war. Weil das ist ein wesentlicher Punkt, dass sich jeder darauf verlassen kann, wenn ich vom Verband die Auskunft bekomme, dann halt. Und wenn sie falsch sein sollte, was ich nicht hoffe, dann halt es auch. Das muss man mal klipp und klar sagen. Wir sind dazu da, um die Vereine dementsprechend über Hotline oder ähnliche Sachen zu informieren. Und wenn man irgendwann einmal, ich bin jetzt da erst seit 30 Jahren dabei, also ich bin verhältnismäßig jung, irgendwann einmal einen Fehler machen würden, dann muss man auch dazu stehen. Ja, du hast diese Entscheidungsgremien angesprochen. Als Laie oder als Funktionär, es gibt öfters Regelwerkänderungen, die dann für die neue Saison gelten und so weiter. Wie werden diese Entscheidungen getroffen? Wie kann man sich das als Außenstehender so einmal vorstellen? Ja, generell ist es so, dass natürlich solche Entscheidungen, die Regelwerk betreffen, meist über den ÖFB laufen. Das heißt, es kommt von irgendwo eine Idee. Dann werden sie über Geschäftsführer schon fix. Da sind die ganzen Geschäftsführer beieinander, die jetzt da sogar in den Satzungen einen Status haben als beratendes Gremium des Präsidiums, wo sie die neuen hauptberuflichen Geschäftsführer der Verbände plus die Bundesliga, also 10, jetzt wahrscheinlich 4-mal, bisher 2-mal im Jahr treffen und sagen, das und das ist so. Dann wird das Rechtskomitee das entscheiden und dann wird es vom ÖFB-Präsidium beschlossen. Und wenn es beschlossen ist, dann sind wir wieder diejenigen, die es ausrollen müssen, mehr oder weniger, und auch vertreten müssen. Und da bin ich jetzt bei einem wesentlichen Punkt. Wir vertreten oft Sachen, die wir vielleicht selber nicht ganz so würden, wollen, sehen, aber wir müssen sie vertreten. Und deshalb würde ich auch darum bitten, dass uns dann die Vereine nicht schimpfen, massiv angängen. Wir sind so wie beim Staat die Beamten. Wir können im Endeffekt das nicht ändern. Wir können auch selbst persönlich dagegen sein. Und ich bin als Geschäftsführer wahrscheinlich schon in der privilegierten Lage, dass ich sage, ich unterstütze das weniger. Aber trotzdem muss ich es umsetzen. Und das ist die Sache, die jeder Verein für sich auch akzeptieren muss. Es hilft uns nichts, wenn man dann schimpft in Jugendbetreuer oder in Jugendleiter oder in Sekretär für den Jugendsport oder die Gabe, weil es für die Subvention zuständig ist, weil das wird nicht gefördert. Was sagt es für ihre Trotteln? Nein, das ist nicht so. Wir setzen das um, was wir haben. Und wir wollen denselben Respekt, den wir gegenüber den Funktionären bringen. Wir schimpfen ja, das wird es nicht geben. Den will ich retour haben. Ich will für meine Mitarbeiter Respekt. Interessant nämlich, wenn es bis zu mir dann geht, dann ist meistens eher Ruhe. Da werden es am Anfang zwar ein bisschen buckelig noch, aber dann am Schluss danke und so weiter. Es hat aber kein einziger Mitarbeiter von uns irgendwas verbrochen, dass er irgendwo geschimpft oder attackiert oder ja, das ist ja so deppert und so weiter. Das können wir vergessen. Und ich habe es in einem Bereich jetzt bereits gesagt gehabt, bei einer Sitzung, das lasse ich nicht zu. Dann werden wir einfach in Zukunft die Gespräche nicht mehr auf dieser Basis führen. Dann muss man sagen, dann machen wir es auf Mailschiene. Also wie gesagt, wir sind dazu da, um Beschlüsse, Entscheidungen umzusetzen. Das hat sich früher beim Strafausschuss war es extrem. Am Freitag um 11 Uhr waren die Entscheidungen. Das war ein Wahnsinn, was ich da gespielt habe. Da war ich zuständig für den Strafausschuss. Also da haben wir ja geglaubt, die wollen uns alle mit durchs Telefon fressen. Das hat sich ja geändert, weil die meisten die Entscheidung und auch vorher die Berichte schon bekommen. Da hat sich natürlich die Kommunikation verbessert. Früher ist einer zum Strafausschuss nicht gekommen, weil der Schiedsrichter hat gesagt, naja, der kriegt halt eine Gelb-Rote. Oder er kriegt eine Rote wegen... Und dann ist ein ganz anderer Bericht da gestanden. Und der Strafausschuss, der ja nicht vor Ort ist, muss dann entscheiden. Und ich erwarte mir, dass irgendeiner, wenn er ein Problem hat, kann er gerne kommen, kann auch gerne anrufen, nur mit dem nötigen Respekt, so wie ich mit den Leuten rede, will ich auch das mit
die Leute mit uns reden. Ich bin ja sehr viel unterwegs bei den Vereinen, bin natürlich da auf den Zuschauerrängen unterwegs und immer wieder gibt es ja da Menschen, die vieles besser wissen, welche Entscheidungen getroffen worden sind. Also wir haben jetzt da gehört vom Heimo, es bringt hier nichts in diesem Fall, die Servicestelle einfach anzurufen und sich dort zu beschweren. Dafür gibt es andere Möglichkeiten. Aber ich habe auch schon einige gehört, die durchaus gute Ideen haben oder Verbesserungsvorschläge einbringen wollen. Welche Möglichkeit habe ich vielleicht sogar als Zuschauer oder als Nicht-Vereinsmitglied, habe ich da auch die Möglichkeit, Ideen und so weiter einzubringen bei euch? Wir haben einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben gehabt, der ist vor 2 Jahren abgeschlossen worden. Es gibt nach wie vor den Button Ideen bei uns auf der Homepage. Das heißt, wenn irgendjemand glaubt, irgendetwas zu machen oder machen zu wollen oder zu ändern, bitte anregen, keine Frage. Wir sind für alles offen mit unserem jetzigen Präsidenten, der ist für alles offen. Er sagt immer, reden kann man über alles, das stimmt auch. Und wir haben sogar ein Tool dazu, dass man sagt, wenn irgendwo eine Idee kommen würde und dann reden wir halt einmal in der Hauptgruppe oder im Nachwuchsbereich oder was. Wir haben ein Tool, das können wir als Befragungstool verwenden. Das ist aber nur für Verbandsfunktionäre oder für den Verband selbst möglich. Und ich bin der Meinung, wie gesagt, offen sind wir für alles. Und wenn irgendeiner glaubt, man muss natürlich einmal prüfen, geht es überhaupt? Wenn einer sagt, jetzt spielen wir mit 24 statt 22, wird es schwieriger. Wenn einer sagt, mit 2 Punkten statt 1 Punkt, wird es auch schwierig werden. Aber manche Sachen haben wir schon sehr wohl aus dem Ideenpool herausnehmen können und das ist auch teilweise umgesetzt worden. Und da sind wir sehr offen. Also vor einiger Zeit hat der Niederösterreichische Fußballverband ein Umfragetool installiert, mit dem der Verband die Vereine direkt befragen kann. Bitte auf das Wort die Vereine und die Funktionäre der Vereine, also nicht Privatpersonen können hier an diesen Umfragen teilnehmen, sondern da gibt es die Möglichkeit direkt für die Vereine, also direkte Demokratie kann man ja das schon fast sagen, teilzunehmen. Und auch in diesem Sinne können die Vereine auch Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge beim Verband einbringen und dann kann man mit einer Abstimmung eventuell einmal die Stimmungslage in den Vereinen herausfinden und prüfen, weil manchmal sind die wenigen Stimmen sehr laut und man glaubt, das sind die meisten Stimmen. Ja, es ist ja ähnlich wie in der Politik. Aber wir kümmern uns da nicht um die Politik, aber natürlich Fußball ist und Verbandsaufgaben ist ja ähnlich, aber wir besprechen heute ja die Serviceleistungen des NÖF. Vorerst einmal zum ersten Teil. Vielen Dank, lieber Heimo.